und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenbericht von der Controllerkarte hier vom Peacock Turbo XT. Ich habe mich jetzt noch mal rangewagt. Nachdem ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden war, den ich hier mit der Zahnbürste veranstaltet habe, und der Essigessenz habe ich jetzt noch mal Essigreiniger genommen. Und heute ist der 18.08., wo ich es aufnehme, und ihr seht es irgendwann im November oder Dezember. Ich will nur sagen, zufällig kam heute ein Video von Edwin Black hoch, und zwar auf seinem Zweitkanal Edwin's Digital Basement 2. Dort hat er dasselbe Problem wie ich. Er hat ein Turbo XT gekriegt mit, dreimal dürft ihr raten, mit einer Controllerkarte, so wie diese hier, wo die Wartebatterie ausgelaufen ist. Und von dem Video hole ich mir gerade Inspiration. Dort hat er Folgendes gemacht. Er hat die Karte so mich auf dem Brett gelegt. Dann hat er die mit ja, mit Essig eingepinselt und dann einmal die Plastik. Das Plastik ging drum. Das mache ich jetzt auch. Und seine Karte kam, die war im schlimmeren Zustand als die hier. Besonders hier um die Konnektoren hier unten rum. Hier um die Verbindungen. Und die sah dann später besser aus. Einzige, was er noch benutzt hier, noch ein Zeug, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Wie nennt es sich? Narwhal Jelly. Da bin ich hier gerade am Suchen, was das ist. Also, ob es bei uns auch irgendwie gibt, weil dann will ich damit auch mal den XT behandeln, weil nämlich das Problem, was er da mit seinem 8-Bit-Slot hat, wo die Batterie ausgelaufen ist, wo der 8-Bit-Slot auch ziemlich angegriffen ist, hat er dieses Narwhal Jelly drauf gepinselt und ja, das Ding sieht aus wie neu. Und das hat er dann hier auch mit den Kontakten gemacht, was ich jetzt nicht mache. So, bin mal gespannt, wie sich das Ganze bei mir nachher entwickeln wird. Ja. Das ist eben jetzt so ein kleiner Zwischenbericht. Das Einzige, was jetzt hier im Moment ist, hier, alles riecht nach Essig. Tja, da bin ich mal gespannt, wie das danach ja hier aussieht. Also wie gesagt, bei ihm die Karte, die funktionierte nicht. Aber wie gesagt, ich habe mit der Karte auch keine große Hoffnung. Also ich weiß noch nicht mal, ob das XT-Board funktioniert. Deswegen eben nochmal gucken hier, dass ich hiermit noch ein bisschen andrücke. Auf jeden Fall, was ich noch machen möchte, hier später hier noch einen Glasfaserpinsel mir besorgen. Und das ist ja nur ein Versuch, um die Karte durchzukriegen. Aber wie gesagt, gucken wir mal, was dann später draus wird. So, das war jetzt ein kleiner Statusbericht zwischendurch. Ich melde mich dann später nochmal. Da sind wir wieder am nächsten Tag. Die Karte hat jetzt ein gründliches Essigbad, und hinterher habe ich die noch gründlich mit Wasser abgespült, trocknen lassen, aber ja, ihr seht schon, die Kontakte hier unten sehen heiß aus. Und hier hat sich hier, wie ich schon vorher gesehen, die, ich kenne den deutschen Begriff jetzt nicht, die Solarmaske hat sich hier von der Platine gelöst, hier unten. Und das haben wir schon vorher gesehen. Wie gesagt, ich müsste da da mal mit einem Glasfaserstift ran. Aber wie gesagt, der Karte gebe ich keine große Chance. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, wo hier überall die ganzen Lötpunkte hier nicht mehr glänzen, da überall ist die Batteriesäure hingekrochen. Ihr seht schon hier am Chip hier unten. So.
Das war die Vorderseite, das ist die hintere Seite. Die sieht auch lecker aus. Wir sind das hier im unteren Bereich. Hier. Oder wir sind das hier. Also da hat die Warta-Batterie wirklich richtig schön zugeschlagen. Da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. So. Das heißt dann, falls das XT-Board doch funktionieren sollte, ist das Ding Floppy-Controller los. Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ob auch 8-Bit, 16-Bit Floppy-Controller im XT laufen, habe ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist dann alles mutig betrater Neuland. Auch hier unten sieht man mittlerweile Korrosion hier, also wo die Batterie zugeschlagen hat. Herzlichen Glückwunsch. Die Wadertonne, die Zerstörerin von so vielen Motherboards und Platinen, wo sie drauf gelötet ist. Aber nur Warta, ne? Die so in... Die wirklich richtig so zuschlägt, sie, wenn sie ausläuft, dann richtig. Aber so andere Fässchen von anderen Firmen habe ich gesehen, die laufen zwar auch außen, aber ein klein bisschen. Und wie gesagt, die Tonne hat mich verarscht gehabt. Man konnte die nur von der Seite aus sehen und da sieht man so gut wie nichts. Hat mich auch gewundert. Wie gesagt, man hat das Bild auch nur von oben gesehen, wo der Verkäufer fotografiert hat. Und da habe ich mir auch gedacht, eine Wartatonne und dann noch eine blaue, die überhaupt nicht ausgelaufen ist. Das kann aber nicht sein. Und ihr seht schon dann, wo das Ding angekommen ist. Also. Ob die Karte jemals wieder laufen wird, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das nächste wird dann das XT-Board werden. Und. Da muss ich mal gucken. Ich habe mich mal weiter mit dem Thema hier Naval Jelly auseinandergesetzt. Das ist ein Rostumwandler, hier so ein Rostlöser. Und da ist jetzt die Frage, kann man da jeden x-beliebigen nehmen? Weil wie gesagt, dieses Naval Jelly gibt es in Deutschland ja nicht. Da fällt mir jetzt spontan ein, was haben wir damals benutzt? Gerade beim Auto, ich glaube Fatani ist das Ding. Wo ein Kollege versucht hat, sein Fortaunus zu restaurieren. Aber die Frage ist, kannst du es dann hier auch auf den auf dem Motherboard benutzen? Wie gesagt. Ja, das war's dann erstmal von der Karte. Wie gesagt, dann. Ich habe ja gesagt, der X, die wird uns länger beschäftigen. Und wenn das Board dann leider nicht funktionieren sollte, war es die Aktion trotzdem wert, weil die Seagate, die ST225, läuft. Und das war eigentlich mein Herz der Begierde. Ja. Also was ich da noch machen muss für die Seagate, weil der 8-Bit-Controller im 486er macht da noch ein paar Problemchen, besonders weil ich, was ich rausgefunden habe, hier wegen so ein bisschen der Speicherbelegung, also einige Programme laufen da nicht so richtig. Wie gesagt, alles DOS-622 will ja nicht so richtig hochlaufen. Und auch diverse andere Programme, die verweigern dann einfach ihren Dienst. Ne? Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach so einem 16-Bit-MFM-Controller, um dann die zweite Festplatte, die erste 225 da anzuschließen, um die so ein bisschen im 486 laufen zu lassen. Ja, wie gesagt, das war es jetzt erstmal von der Karte. Dann würde ich sagen, die nächste Videoreihe wird dann das XT-Board werden. Mal gucken wir uns das an. Weil da habe ich ja noch nicht so richtig den Blick drauf geworfen. Und dann geht es dann weiter, wenn wir das Board fertig haben, um zu gucken, was macht das Netzteil.
Dann sagen wir danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, nicht vergessen, die anderen Kanäle von mir zu begutachten. MJG Retro Archiv, MJG Retro Zeugs, MJG LP Archiv. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, geht dann nach oben. Ansonsten, wenn nicht, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten sage ich jetzt, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Also bis dann, euer Mikey. Tschüss.